Und da sind wir wieder fast live von der Verkostungsfront. Hinter mir die Fast. Kim, fast live. Hinter mir, ja, wir jetzt schon, aber wenn die sich das euch anschauen, sind wir nicht mehr ganz Ja, live. okay. Also, Hi. es wird live gefilmt. Okay. Hinterher filmen ist komisch, ne? Also, hinter mir die Kim, vor der Kim der ich. Heute geht's um die Pfalz, Pfalz, Riesling, großes Gewächs und nicht großes Gewächs. Es sind so viele Weine, dass wir beschlossen haben, wir machen es diesmal in zwei Runden, damit es nicht ganz so lang wird. Und außerdem, weil uns die Weine sonst zu warm werden. Wir haben es also zwei Runden, ein bisschen was über 20 Weine. Die erste fängt, glaube ich, so bei 87 an und hört bei 91 Punkten auf, was ja nicht unbedingt heißen muss, dass das dabei bleibt. Und die zweite fängt dann bei 92 an und geht dann im Moment, glaube ich, herauf bis 96, irgendwas um die Größenordnung. Man Wenn du merkt, das dass es schon Quatschen so schlecht aufhörst, war es nicht. Ja, was? wenn du das Quatschen aufhörst, kann man anfangen. Versaust du mir jetzt mein Nein. Aha, so. Sie, verstehst? Kaum ist schwanger, wird's frech. Also gut, das ist auch der Grund, warum Kim nur riechen kann. Genau. Aber der Nachteil ist, dann quatscht's mehr. Wenn wir es dann ja merken. Drei, Also. sechs, fünf, drei, neun, null. Ich zähle jetzt nicht auf, wer alles dabei ist. Das schreibe ich hinterher in die Kommentare, weil am Ende vergesse ich jemanden, der ist dann beleidigt. Verständlicherweise. Bisschen größer, bitte. Wir haben es, wie gesagt, nur mit Rieslingen zu tun. Überwiegend schon 18, aber es geht sogar zurück, weil uns ein paar Ältere auch angestellt waren, bis 11, na, bis 10, glaube ich sogar, bis 2010. Das ist sehr vegetabil. Ja. Pilzig. Ein bisschen, gell? Steinpilz, Champignon, sowas. Also es hat schon fruchtige Noten auch, so ein bisschen helle Steinobstnoten, sowas. Ja, es hat aber auch weiße Mandeln drin. Ja, und florale Töne. Also da steht jetzt drin, dass das recht phenolisch riecht. Das ist das nicht mehr so? Habe ich den Eindruck. Was hast du nur für einen Eindruck? Nö. Was war denn das? Ich musste etwas hüsteln. Oh, das, also es war kein Kommentar. Nein. Aha, okay. Was man ja immer Passt nicht nicht. bei dir. Wieso? Ja, wieso? Hast du mir ja vorhin gemerkt. Ja, du hast ja geredet, du geredet, du geredet. Wir haben doch so viele Weine, wir haben gesagt, jetzt fangen wir an. Jedenfalls finde ich die Nase sehr kühl, vegetabil, pilzig. So geht es im Mund auch weiter. Auch da, die Frucht ist noch verhaltener als in der Nase. Alles ist sehr, sehr hell. Dann kommt viel Salz. Wieder deutlich diese auch wieder hellen, gemüsigen Aromen. Das ist gar nicht negativ gemeint. Es klingt viel schlimmer, als es ist. Die Pilze sind wieder da. Und dieses ganz leicht käsig-hefige, das da drin steht, das hat er auch noch ganz hinten am Gaumen. Geht weg mit der Reife, aber im Moment hat das halt noch. Ja, so weich ist der gar nicht mehr. Wie es da noch drin steht. Also gestern war das offensichtlich wärmer und weicher als heute. Ich finde, dass wir den auch noch nicht gleich trinken. Na, sollte man nicht. Gewisse Wärme hat er, aber er hat deutlich mehr Biss als gestern. Jetzt die Mineralik ist recht salzig. Ja, das ganz leicht Schwarzbärige, das hat er nicht mehr so stark wie gestern. Also es überwiegt das Weiße und das ganz, oder ganz Helle. Dafür hat das aber in der Nase mit die schwarzen Punkte. Naja, deswegen habe ich es da drin stehen lassen. Das ist nur nicht mehr so deutlich offensichtlich, wie das gestern war. Also nicht, weil ich den Wein jetzt kenne, sondern weil es halt so drin steht.
Ja, auch das Zerfließende, das da drin steht, hat er nicht mehr. Hat er so deutlich an Zug gewonnen. Solange die 7 nicht ganz. Ich bin 9. Bin so ein bisschen hin und her gerissen. Was mir sehr gefällt, ist wirklich, dass er so einen Zug gewonnen hat und diese auffällige salzige Mineralik, die er hinten hat. Aber da steht Trinken drin, das muss man echt noch nicht trinken. Also klar, das ist kein 2,18er, aber das wirkt immer noch ziemlich jugendlich. Also Ich würde ihm, glaube ich, 8 geben. ich. Du? Ich. Ich. Aha. Ja, gib ihm 8. So. Das ist das Weingut Waageck Pfaffmann. Und zwar ist es der 2014er Goldberg Riesling, den wir schon mal hatten. 2016 hat er 88 gehabt. Damit ging bis 2019 plus. Also das Plus stimmt auf jeden Fall. Jetzt geben wir ihm mal noch ein paar Jahre mehr. Okay. 3, 6, 5. 5, 5, 5. Aber dieses etwas gemüsigere ist schon recht typisch 14. Gott, das riecht jugendlicher, frischer, zart floraler und floraler Zitrusduft. Zart floral finde ich fast schon ein Ja. bisschen übertrieben gerade, untertrieben Ja, gerade. ja. Ich würde floral und zart pflanzlich. Das zweite hätte Ja. wahrscheinlich auch pflanzlich heißen sollen. So. Ein hochkantiges. Ja, das ist die neue Tastatur. Hört man, gell? Oder hört man nicht? Muss nicht hinter Kandis auch noch ein Komma. Das gerade beim Ausbessern rausgelöscht, oder wie? Nee. Heute kriege ich es wieder ab. Also, frisch, hell, lebendig. Wie gesagt, der Florale ist deutlich, aber es ist schon auch fruchtig in der Nase. So ein bisschen was Gelb-Gewürziges. So ein Hauch Exotik, finde ich, hatte. So Ananas oder so. Fällt vor allem im Mund sofort auf. Da so ein bisschen Wärme. Das haben sie ja gerne in dem Jahr, wenn es 18 ist. Das schmeckt nach 18. Ja, und sowas, das ist, die Hefe hat noch sowas hellnussiges im Moment. Dann war er bei Tabak. Ja, auch. Aber ich finde das Nussige schon deutlich. Das ist fast ein bisschen kandiert nussig. Ja, und das stimmt. Das hinten raus, das geht fast in Richtung Kakao. Also als hätte es ein bisschen Holz gesehen. Das würde auch dieses leichte Bitter erklären. Also es ist ein recht warmer Stil. Vermutlich auch vernünftige Portion Alkohol. Würde ich sagen. Ich nehme mal so 13,5 an. Aber was ich eigentlich am Überlegen bin, es ist trotzdem relativ fest, es hat einen kompakten Bau, das ist noch ein bisschen unnahbar und ein bisschen versteckt. Gestern war das trocknender, der Gerbstoff war deutlicher, man merkt den heute schon auch noch, aber es ist nicht mehr so massiv. Ich würde ihm einen mehr geben, ich würde ihm auch 88 geben. Und vor allem, das braucht halt auch Zeit, gell? Es wirkt halt durch diesen hohen Alkohol so ganz leicht rustikal. Willst du morgen nochmal anschauen?
Naja, wir werden uns das meiste morgen anschauen, nehme ich an. Ist ja doch immer so, dass das sau schwierig ist, wenn man gleichzeitig kommentieren und alles muss. Und zwar ist das Theo Mingis. Das ist ein 18er Burweiler Schäfer großes Gewächs. Okay, ach so, du hast kein Glas. Siehst du, ich habe gar nichts gesagt. Ich bin nicht zusammengeschissen. 251, 282. Muss mir deswegen nicht zusammenscheißen, man kann mir einfach sagen: Hör mal, da dein Glas her. Ey, Alter. Das würde ich nie sagen. Muss ja ein bisschen das örtliche Idiom hochhalten. Es ist jetzt kühler und Ich pflanzlicher. wollte genau das gerade sagen. Es ist deutlich kühler. Und es hat Tannennadeln in der Nase. Ja, das ist ganz zart. Harzig, harzig ist. Hatzig. Und auch wieder Pilze und ein bisschen am Moos. Aber das Ganze ist frischer als der Vorgänger. Doch, ein bisschen mehr ins Grünpflanzliche gehen die. Achtung, Achtung, ich komme mit Minze. Ist das jetzt? Musst du mich da vorwarnen? Und du hast das letzte Mal gesagt, du hast doch ein Minz. Was hast du? Windwimmel? Ja, ein Minzfilm. Aber ich finde die Wenn auch es warm gut. ist. Ah, Gaumen ist ja dann doch wieder wärmer und schmelziger. Das hat die Nase gar nicht angedeutet. Hat was recht Weiches. Aber es hat keinen Zucker. Es wirkt völlig trocken dabei. Ja. Erstaunlich. Das Karamellige, das da drin steht, das hat er abgelegt. Und vielleicht sogar Mangoton jetzt dafür? Ich habe so einen Hauch Mango in der Nase. Gute Idee. Das ist echt spannend, wenn du einen dabei hast, der nur riecht, weil das, was da gerochen wird, das findet man meistens retronasal wieder, also im Abgang. Und das stimmt auch. Ja, das ist auch so eine Frage. Bleibt es bei 7 oder kann er mehr? Es trocknet ganz leicht. Ah. Mir fehlt auch ein bisschen die Länge für mich. Ich glaube, die 7 passen. Dann würde ich auch bei 7 bleiben. Ja. Das ist das Weingut am Nil. Da haben wir noch kein echtes Etikett. Das ist Kallstatter Saumagen 18. Zwei, fünf, eins, vier, drei, zwei. Also, das fällt schon auf, während das bei Weinen, die wirklich Länge haben, da, das würde jetzt noch nachdrücken und eigentlich ist der Wein dann halt doch schon weg. Das ist das, woran man nicht mehr kriegt. Aha. Das riecht auch älter. Das wird sehr vegetabil, ist ein bisschen speckig. Vielleicht rauchig, ja? Rauchige Noten, ja, da, deswegen komme ich auch. Speck, ne? Und so ein bisschen Wurzelgemüse. Dahinter bisschen helle Mineralik. Und Cashewkernnüssen. Ist Genau, das 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 ist. Kerne oder Nüsse? Wer ist das richtig? Cashewkerne. Cashewkerne. Jetzt sehe ich es erst. Im Mund habe ich drin stehen Erdnussig. Das ist also, es ist ja ein bisschen verwandt. Das sind beide so diese fetteren Nussarten. Und das schmeckt sofort danach.
Zurückhaltende Frucht steht drin, das ist jetzt saftiger geworden. Das hat auch so einen merklichen Gerbstoffgriff, aber das ist kein, so wie das die 18er auch haben, aber es ist kein 18er. Bisschen Kaffeesatz finde ich noch. Ja, auch als auch der wirkt so, hat ein bisschen Holz gesehen. Hinten raus ist wirklich Kaffee. Ja, aber das ist besser als gestern. Das hat an Zug und an Frische gewonnen. Braucht aber Zeit oder denkst du? Naja, man kann den, wenn man jetzt dekantiert schon antrinken, ich würde vielleicht jetzt im Moment, naja, warten. Warten. Das wäre vielleicht noch besser. Aber das ist doch schon ein bisschen reifer, oder? Täusche mich da so. Soll ich es dir verraten? Wir dann schon merken. Ja, das sind es 8 oder 9. Glaube ich, selber wäre jetzt eher für 8, aber wie gesagt, mir fehlt ja die Hälfte zum Bewerten. Ja, aber da, das hat jetzt wieder Länge. Vor allem das hat hinten raus nochmal einen recht frischen Saft. Und eine Mordsmineralik. Ich glaube, ich gehöre 9. Das ist doch 11 oder sowas, oder? Mal sehen. Also 11 Ach, ist es Quatsch. nicht. Das ist 17. Das ist ein ganz, ganz anderer Typ. Ja, okay. Das ist Ungstein Weilberg 17 von Oliver Zeter. Ihr werdet es merken, wir haben ältere Weine drin, die echt ähnlich schmecken. Ja, das ist doch gut. Okay. 251 608. Das ist schon eine interessante Farbe. Ja, stimmt. Ja, und du merkst schon die Ähnlichkeit zum Vorgänger in der Nase, oder nicht? Ja. Das ist auch so ein bisschen vegetabil, wurzelgemüsig, so ein bisschen was Wachsiges, das hatte der Vorgänger auch. Und Ja, pilzige Noten. Flechten an der Stelle. So eine Art Rindenmulch. Ja, das ist genau, was du meinst. Das hat er auch im Gaumen. Auch ein bisschen was Florales. Ja, das hat ein bisschen mehr Süße, das ist ein bisschen wärmer. Das ist jetzt echt der Elfer, gell? Aber es hat echt Ähnlichkeit mit dem Vorgänger. Jetzt im direkten Vergleich merkst du schon, dass das halt schon der Ältere ist. Aber alt schmeckt es nicht. Ja, so ein bisschen, das steht auch drin, so ein kleines bisschen Senfsaat ist da dabei. Ja, so ein bisschen was, so Gurke ist schon in der Nase. Aber auch der ist stärker geworden jetzt. Auch das ist mittlerweile wieder stringenter. Das war gestern offensichtlich ein bisschen weicher, auch wegen der leichten Restsüße. Und es hat ja durchaus wärmenden Alkohol. Ist ein Typ, den man mögen muss mit seinen Candies-Noten, mit seiner Wärme. Das hat jetzt nicht so der ganz knackige Riesling-Stil. Aber nichtsdestotrotz, das hat noch Tiefe, das hat Länge, das hat Griff, Struktur. Dieses Zerfließende hat sich gegeben. Das ist also wieder deutlich stringenter. Ja, das kann man auch ein bisschen aufheben.
noch nicht ewig, würde ich sagen. Aber schon ein bisschen. Ja, 88 würde ich den schon noch geben. Ja, und das ist jetzt der Elfer. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch wirklich miteinander verwandt, oder? Der Vorgänger und der, das bilde ich mir da nicht ein. Und zwar ist das Wehrheims Elfer Kastanienbusch, großes Gewächs. Damals hat er 91 gehabt, die schafft er nicht mehr ganz. Das ist halt so. Wir haben ihm auch Trinkreife bis 17 gegeben. Und jetzt ist er halt schon leicht über seine allerbesten Zeiten. Nur das kann man immer noch sehr schön trinken. Okay. 251 430. Hinaus kommt so ganz eigene Kreuzkümmelwürze. Fällt mir da gerade auf. Das gefällt mir eigentlich gut. Vielleicht sollte man wirklich nochmal probieren. Ein bisschen was getrocknet Pflanzliches in der Nase. So ein bisschen Stangensellerie auch. Hefe, also das ist jetzt wieder ganz jung. Ja, aber auch was Florales. Auch schon ein bisschen weg, voran, angedeutet. Aber auch Tannennadel drin. Ja, so ein bisschen. Wobei für mich das Beherrschende ist dieser Sellerieton. Der ist ganz frisch. Auch im Gaumen, das ist ganz herb. Die Frucht ganz im Hintergrund, ich sage lauter Gänse, gell? Was, Gänse? Ja, lauter immer wieder ganz und ganz und ganz. Ganz leicht floral steht vor sich selber auch drin. Aber stimmt, du hast schon recht, das ist Sellerie. Total. Ist jetzt ein Kulturschock nach diesem kraftvollen, breitschultrigen Elfer. Dieses ganz, ganz kühle, Aber auf dem Sellerie ist ein fruchtarme. bisschen Pfeffer drauf. Ja. Ja, jetzt so langsam kommt auch der Saft wieder. Auch der ist, wie gesagt, ganz trocken. Das ist fest gewirkt, das hat Griff, das gefällt mir, das ist bei 88 gut aufkommen. So ein ganz kühler, frischer Stil. Nur Fruchtliebhaber darf man keiner sein. Das da wären wir enttäuscht. Das ist Umsteiner Nussriegel von Oliver Zeter. Naja, halbwegs kann man es ja lesen. 17 wieder. Zwei fünf eins, 280. Ist auch so ein bisschen vegetabil und dann so zitrusfruchtig, eher hell. Und Kokosnuss. Hauchkokos, okay. Was ganz Kühles in der Nase. Es bleibt auch im Mund kühl. Es wirkt einen ganz kleinen Hauch süßlich. Dann ist es noch so Spur. Genau, steht drin, eine Spur gedeckt, so von dem Gerbstoff. Ist nicht schlimm, aber ist halt noch da. Wirkt alles noch ein bisschen reduktiv. Hinaus kommt auch wieder dieser ganz zart süßliche Schmelz.
Und dann zieht er aber schön an mit viel Mineralik. Also ich würde den noch nicht trinken. Im Moment sind die 88 eher knapp. Aber so wie er nachzieht, glaube ich, kann man es ihm schon lassen. Noch ein Jahr Zeit? Ja, ich glaube nicht, dass das ewig braucht, bis man es trinken kann. Aber ein bisschen. Das würde das Weingut am Nil. Also wenn das klarstellen würde, wüsste ich selber, was es ist, weil ich habe nämlich den Nachschlag. Das ist der Umsteiner Herrenberg 2018. Zwei, fünf, eins, 603. Bleibt sehr kreidig stehen, der Herrenberg von gerade. Morgen nochmal probieren. Nö, ich glaube, das passt. Also, ich habe jetzt da keine Was ich jetzt sagen Zweifel. dann? Es riecht gereifter. Ja. Ein bisschen kandierte Frucht. Und wieder 50. Mit einem Hauch Salbei. So einen grünen Oliventon, oder? Ganz leicht. Ich habe Kapern geschrieben gestern. Ja, von ja. Worauf einen diese Nase, die so dieses Herbgemüsige hat, gar nicht vorbereitet, ist die Süße, die der Wein dann am Gaumen hat. Das hat dann so eingemachte und Kantistöne. Und das zerfließt halt leicht durch diesen Zucker. Der raubt dem Wein halt so ein bisschen die klaren Konturen. Das ist schade. Aber da wird er pilzig. Ich glaube, der hält es nicht ganz. Noch so ganz leicht braune Butter in der Nase. Die hat er im Abgang auch. Die steht schon drin. Sind leider nur sieben. Das halt langsam trinken. Ich habe so die Befürchtung, dass das eher noch breiter wird mit der Zeit. Ja, das ist jetzt auch 11. Der hat jetzt genau die gegenteilige Entwicklung gemacht. Das ist Eugen Müllers 11er Forster Kirchenstück, Spätlese trocken. Und während der Vorgänger von Eugen Wehrheim zugelegt hat, ist das aus dem Leinen. Das ist halt diese die Süße. Ja, aber man sieht, das war das letzte Mal, hat er damals 2012 auch 87 gekriegt. Jetzt hat er es halt immer noch. Ist ja dann nicht so dramatisch. Nur mit der Zeit. Oh, der hat schon dreimal 87 gekriegt, sehe ich gerade. Also 2012 zweimal probiert, innerhalb von 4 Monaten und jetzt nochmal. Mit der Reifeeinschätzung haben wir es ein bisschen untertrieben, denn wir haben gesagt, bis 15 maximal. Und jetzt ist halt doch schon ein bisschen Bisschen her, das 15, ne? zwei, fünf, zwei, fünf, fünf, null. Und trinken kann man das schon noch gut, wenn man das mit der Süße mag. Deutlich zurückhaltendere Nase, kühl, hell, pflanzlich. Also ich muss sagen, ich finde da eher diesen Pfirsichduft Ja. präsent. Sagen wir es mal so. Nein, stimmt. So. Und zwar fast so ein Pfirsichsaft. Ja, es ist eh mehr Weinbergspfirsich als Ja. so der normale. Also auch das wieder wirklich hell. Ja, aber ganz klare, kühle, klassische Rieslingnosen. Auch die Mineralik ist hell. Und genauso geht es weiter. Wieder mit diesem deutlichen Pfirsichton. Also das Weinbergspfirsich par excellence. Diese helle Mineralik, dann die Hefe unterstützt diesen hellen Ton natürlich auch noch. Hat das Süße? Nee, eigentlich nicht.
dann wirkt es durch die Nase. Ja, das, ich muss auch, das ist ja auch, ich will auf was anderes hinaus, das aber in die gleiche Kerbe schlägt. Da steht nämlich drin, das hat Spannung. Und die hat er jetzt ein bisschen, die hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Das ist etwas weicher geworden seit gestern. Er hat ein bisschen Anzug verloren seit gestern. Was nicht schlimm ist, also es ist immer noch ein sehr guter Wein. Aber verändert hat er sich. Habe ich mehr beachtet. Das ist das Weingut von Volker Benzinger und das ist sein Steinacker großes Gewächs. Also Kirchheimer Steinacker. Ist kein VDP großes Gewächs, nicht irritiert sein, aber darf ja jeder bezeichnen, wie er mag. 252 476. Feste in der Nase. Ist gleich mineralisch und dann kommt eine sehr klare, recht feine, helle Frucht. Ja, mit ganz frischen Kräutern. Steht im Prinzip drin. Ein paar Algen sind aber auch mit drin. Und ein paar Muschelschalen. Das klingt saukomisch, aber ich habe das im Mund und sie sagt's. Und es ist wirklich da. Ja. Ist aber das sehr frisch. Und warum das Algen so stimmt, ist, weil das so einen Umami-Ton dabei hat. Also auch das hat sich verändert, denn da steht zurückhaltende Frucht und die ist deutlicher geworden, die ist zwar auch hell und völlig unaufdringlich, aber sie ist saftiger geworden mit Luft. Dann wieder diese helle Mineralik. Ja, dieses Kühle und gleichzeitig leicht Alkoholwarme, das hat er immer noch, wobei jetzt inzwischen das Kühle überwiegt. Also der Alkohol ist mittlerweile ziemlich gut eingebunden und da steht drin, dass es noch ein bisschen spröde ist, das ist weg. So ein Hauch von Farbe hätte ich auch noch in der Nase. Hat er im Abgang auch. Sehr gut sogar. Aber das mittlerweile gibt ihm der Gerbstoff, der gestern noch so abweisend war, eigentlich nur Rückgrat. Es ist schon so ein bisschen, so ein Hauch sandig, aber es ist überhaupt nicht störend. Das kommt in dem Jahrgang ja öfter vor. Aber es steht bei 89 für mich gut. Ja. Das ist das Weingut Pfiffingen mit dem Ungsteiner Herrenberg Großes Gewächs 18. Drei, sechs, fünf, 3, 3, 2. Was übrigens auffällt, Pfiffingen, das ist normalerweise immer mit deutlich mehr Restzucker ausgestattet, dieses Jahr nicht anscheinend. Denn süß ist das überhaupt nicht. Bisschen Zitrus betont er jetzt. Straff, kühl, hell. Ich bin so kreidig in der Nase. Ja, eben. Auch die Mineralik ist ganz hell. Ist ein weißer Pfeffer. Eine Mandelblüte. Sehr schön, ja. Ja, finde ich gut. Wo wir von der Süße reden, da ist sie. Also das
Wirkt dann halt schon deutlich kandiert durch diese Süße, die Frucht. Fast ein bisschen helles Karamell dabei. Da ist jetzt auch der Gerbstoff deutlich auffälliger als beim Vorgänger, wo es extra drin stand. Da hat sich es eingebunden. Hier ist genau das Gegenteil passiert. Da merkt man den Gerbstoff heute mehr als gestern. Und wie es halt dann oft so ist, wenn das so Zucker hat, die Konturen zerfließen leicht. Naja, bei halten wird er. Aber ein Punkt weniger, wahrscheinlich, oder? Wenn die Konturen so fließen. Genau. Genau, das ist der Punkt, den es weniger gibt. Auch hinten raus hat es sowas leicht Karamelliges oder Butterkaramelliges. Das ist das Weingut Bassermann Jordan. Das ist erste Lage und zwar Ruppertsberger Hoheburg 18. Drei, sechs, fünf, drei, fünf, zwei. Und das ist dann schon immer auffällig, das habe ich schon mal gesagt in einem anderen Video. Und bestätigend, wenn man dann fertig ist mit dem Probieren, wegstellen, dann kommt der nächste Wein, und dann merkst du im Abgang, drückt es noch nach und wie spielt das nach oder geht das weg? Und da ist es so, dass das halt auch im Abgang dann jetzt zerfließt und auch weg ist. Da haben wir dann immer wieder mal Fälle, wo wir den Wein eigentlich abhaken und ich habe ihn schon weggestellt und denke mir, oh, Moment einmal, da arbeitet doch noch was. Dann stelle ich ihn doch nochmal hoch und probiere morgen dann doch nochmal. Auch wenn wir im Video sagen, macht man nicht. Bei dem ist nicht der Fall, weil das bleibt halt wirklich so. Nur mal so zur Erklärung. Weil man uns ja doch immer wieder mal fragt, warum die Weine dann am nächsten Tag andere Noten haben, als wir ja ansagen. Wir probieren halt sehr viele einfach nochmal. Gefällt mir wieder in der Nase, dieses kühl, floral, recht fein. Ja, es hat aber auch ganz feine gewürzige Noten drin. Also gelbgewürzige oder sowas. Aber steht schon drin, habe ich nicht gesehen. Oh, stimmt, sehe ich auch gerade. Aber dafür hat es trotzdem noch so ein bisschen was leicht Harziges, also auch wieder diese Tannennoten. Absolut richtig. Harzioge. Ja, und da wächst halt die Mineralik schon deutlich. Was man auch riecht, ist so ein ganz kleines bisschen Phenolik, wie halt oft in dem Jahr. Das ist sehr saftig, nur kommt es halt ohne diese etwas aufdringliche Süße aus. Obwohl das so kandiert schon auch wirkt, aber eben ohne merklichen Restzucker. Ja, die Phenolik, die mir in der Nase schon gerochen hat, die hat auch am Gaumen so ein bisschen der Gerbstoff, aber der sorgt mehr für Griff, als dass er den Mund austrocknet. Eigentlich ist das so durchaus speichelziehend. So eine Mischung aus heller und dunkler Mineralik, das steht auch drin. Da steht auch drin, noch ziemlich unnahbar. Das hat sich gebessert, also es ist schon offener als gestern. Saftiger geworden. Das Pfeffer ist noch. Im Abgang merkt man das auch noch ein bisschen, dass der Gerbstoff eben dann doch noch so was leicht Trocknendes hat. Aber mittlerweile eben auch daneben Saft, der das gut auffängt. Der Pfeffer stimmt, der kommt. Bleibt gut stehen, da passen die 89. Das ist wieder Bassermann Jordan und zwar ist das der Auf der Mauer. Das ist so der, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, so ein bisschen der Zweitwein hinter den großen Gewächsen, sowas in der Art. Warte mal, können wir mal schauen, wie preislich so ausschaut.
wenn ich ihn finde. Es geht nämlich da ja immer ein Kontrollfenster auf, da sehe ich, welches Weingut das ist. Den Wein muss ich aber suchen, der wird mir nicht angezeigt. Ja, das ist so auf einem Niveau mit den ersten Lagen, so ungefähr. Ganz leicht drüber. Ja, aber wir werden es merken, die ersten Lagen, wenn sich nichts verändert, gefallen mir dieses Jahr besser. Aber schauen wir mal. 3, 6, 5. 5, 5, 3. Zurückhaltender. Ja, das hat auch so was Nussiges, so fast als käme es aus dem Holz, was ein bisschen auch an der Phenolik liegen kann, das werden wir dann merken. Irgendwas Pilziges auch. Hast schon Pfifferling. Wie sagt man, machen gelber Lack. Gelber Lack, ja. Aber die dunklen Beeren, die finde ich gut. Sehr reife Frucht im Mund, sehr gelb, warm, süßlich, teils kandiert wirkend. Auch so ein Hauch Karamell wieder dabei. Hinten raus kommt ja, wieder steht schon drin, dieses Schwarzbeerige. Es hat schon Kraft. Das ist ein bisschen der breitschultrige Typ, wo man so ein kleines bisschen an den Rändern die Präzision fehlt. Der steht bei 90 drin, wir sind aber 89 lieber. Also das hat schon Saft, Kraft, Wärme. Ich glaube, dass das vielen Leuten unheimlich schmeckt. Schöne Würze. Aber es geht so ganz leicht in die rustikale Richtung. Das ist Gleisweiler Hölle unterer Faulenberg. Großes Gewächs von Theo Minges. Gut, es hat natürlich auch schon 13,5% und dann ein bisschen Zucker. Dann wird es halt so. 3, 6, 5, 3, 3, 4. Bisschen eingesperrt in der Nase, zurückhaltend. Ja, ist aber eher auf der Zitrusfruchtseite. Bisschen Steinobst. Ja, ich hatte schon ein bisschen Steinobst auch und dann sehr kräutrig, finde ich. Fast ins Tabakige gehen. Was ich. Ja, steht drin. Was? Dass es so mineralisch ist. Das habe ich ja ganz am Hell Anfang drin stehen. mineralisch. Ja, das ist sehr geradlinig, saftig. Am Gaumen hat er fast ein bisschen mehr Steinobst als in der Nase. Noch so ein bisschen Hefe, so ein bisschen so einen süßlichen Schmelz. Ganz trocken wirkt das auch nicht. Ja, ich bin auch da am Hadern. Also, es hat ein bisschen Gerbstoff, das trocknet noch leicht nach. Die Frucht ist eigentlich schön. Das hält auch gut, das hat eine schöne Mineralik, die auch wieder ganz hell ist, wieder so mehr ins Kreidige geht. Nur schon 90 sind, ist die Frage. Wie ist der Abgang? Naja, gut, aber eben nicht Ja. zwingend. Schauen wir uns vielleicht nochmal an. Das ist so. Da schwanke ich gerade so. Das hat doch auch Griff. Dann aber wieder weiche Töne. Das will ich nochmal sehen. Das ist wieder Bassermann Jordan. Und zwar ist das der Reiterpfad. Aber die erste Lage, nicht das große Gewächs. 3, 6, 5, 3, 5, 8.
deutlich pflanzlicher. Das ist halt eher zurückhaltend. Mit einer Spur Tabak. Ja, die Frucht ist ganz, ganz verhalten. Weil es einfach mehr in dieses Pflanzliche, teils auch getrocknet Pflanzliche geht. Da sind wir ja dann wieder beim Tabak fast. Ja, Algen stehen drin. Mineralik. Aber kaum Frucht. Auch das ist am Gaumen etwas weich, ein bisschen kandiert, sehr helle Frucht. Ein bisschen trocknender Gerbstoff dabei. Ja. Leichte Spur, also was heißt eine leichte Spur? Eine Spur ist eine Spur. Exotik. Da ist auch wieder so ein Touch Ananas drin. Ja, Ananas ist sogar sehr gut. Aber die ist schon sehr reif. Ja. Es geht nämlich so ganz leicht ins Mürbe. Auch die Konturen weichen langsam wieder aus. Das gefiel mir gestern besser. Gestern habe ich reingeschrieben, wirkt noch ein bisschen unruhig und abweisend. Jetzt ist er zugänglicher, aber die Spannung hat ein bisschen verloren dadurch. Und da ist es wieder so, dass der Gerbstoff eher zugelegt hat. Und das trocknet hinten ein bisschen aus. Deshalb sind es auch noch 89. Ich meine, Substanz, Mineralik, das ist alles da. Wir jammern schon auf hohem Niveau. Findest du 89 mal ein wenig zu streng? Im Augenblick nicht, nein. Ich kann das durchaus morgen nochmal probieren. Aber im Augenblick finde ich das ein bisschen zu weich. Die Frage ist klar, das ist nämlich schon ein großes Gewächs von Bassermann Jordan. BASF exklusiv, Greinhübel. Aber das war gestern auch mit Abstand der schwächste von allen großen Gewächsen. Das hat er heute nur bestätigt. Man ist kein Problem, man probiert es halt morgen nochmal. Aber da habe ich so meine Zweifel, ob das besser wird. 365, 242. Bleibt doch im Abgang so, es bleibt ein bisschen trocknend und es verschwimmt leicht. Ganz herbe Nase. Das war auch noch verschlossen. Ziemlich, ja. So kräuterige Noten, auch wie so eine Spur, Sellerie vielleicht. Hellflorales. Pilze? Ja, aber auch so ein bisschen an geräucherten Speck. Ja. Ja, das ist schon merklich. Frischer und saftiger als der Vorgänger, den wir hatten. Das ist eine recht straffe Frucht. Wieder sehr hell. Lebendige Säure dabei. Wirkt auch nicht restlos trocken. Aber der Zucker ist kaum merklich. Wieder ein bisschen hefig, so ein Hauch reduktiv vielleicht. Das hat jetzt auch wieder so was Mandeliges, das du so oft anbringst. Oder schon Mandelmantel? Ja, ich finde schon. Blanchiert die Mantel. Mündeln. Ja. Und das zieht jetzt hinten raus, aber da verschwimmt nichts. Also je länger ich jetzt da rein rieche, umso tiefer kommt mir die Nase hervor. Ja. Der steht bei 91 und da steht er gut, finde ich. Das hat eine gewisse Eleganz auch. Das ist was Leichtfüßiges, auch wenn der Gerbstoff schon für Griff auch sorgt. Aber
Da passt es. Das sind wir jetzt bei Weingut Christmann. Das ist Gimmeldinger Kapellenberg 18. Das ist erste Lage. Sechs, fünf, drei, acht, acht. Das ist jetzt aber floral. Bisschen Pflanzen. Ich habe leicht florale. Leicht? Das stimmt gar nicht. Das ist extrem blumig gerade. Wie ein Blumenladen. Na, jetzt. Wirklich, ja, mit Blumenladen. Schon fast zu Rosen, ne? Ist Traminer drin. Weil das in der Pfalz tatsächlich öfter mal vorkommt, dass die Rieslinge so einen ganz leichten Traminer-Touch kriegen. Aber es ist trotzdem ganz kühl. Ja, und das ist auch nicht nur gelbfruchtig, sondern es hat auch so einen Hauch schwarzer Beeren. Und weiße, finde ich. Wo wir wieder beim Traminer werden. Litschi. Ja. Marzipan. Man sagt gerade Marzipan, hallo. Ja, das ist auch am Gaumen. Das ist klar, das ist hell. Das hat tatsächlich etwas deutlich Mandeliges. Schöne, ganz helle Mineralik. Der Kern ist fest, stimmt. Oh, das ist extrem mandelig. So hinten raus. Nussige Spuren habe ich gestern reingeschrieben, da war es noch nicht so deutlich. Aber jetzt habe ich es ja woanders reingeschrieben. Naja, das ist ein ganz eigener Stil mit seiner Hefe, mit diesen Mandeltönen, mit dieser kreidigen Mineralik. Es hat kaum Frucht. Und wenn, dann geht es so ein bisschen ins Mürb-Abfällige rein. Naja, obwohl nur Mürb, das frisch schon auch. Dann kommen Zitrustöne, also fast kein Steinobst. Bisschen Birne vielleicht. Ja, aber so leicht unreife. Mhm. Ganz eigener Wein. Also gaumentechnisch kann ich dir jetzt wenig helfen. Ach, das macht aber nichts. Ich kann mit den 91 gut leben. Okay. Also nochmal einen schönen Zug hinten raus hat. Also ich mag den Wein. Muss ich schon sagen. Das ist schon Lieblingswein. Ja, ich mag ihn. Und zwar ist das Waage Pfaffmann. Das ist das Schützenhaus. Und zwar ist das 18 wieder. Kommt aus dem Halbstück. Also Holzfass. Zwei, fünf, zwei, zwei, acht, drei. Oh, eher auf der nussigen Seite. Nussig, und das hat auch wieder so eine Spur Sellerie, habe ich den Eindruck. Ja, und wieder diese Tannennadel.
Also von der Nase her nicht ganz so stringent und aufgeräumt wie jetzt der Vorgänger. Auch mehr Zitrus als Steinobst. Ich weiß, ich frage dich das jedes Mal, weil ich es mir immer nicht merken kann. Aber wie heißen diese großen Nüsse? Paranuss. Paranuss. Die Erinnerung. Ja, dieses leicht bitterlich-nussige Ja. deutet wieder auf diese gewisse Phenolik hin, die der 18er so gern hat. Das hat ja auch was leicht Grünes dabei, also grüne Nüsse. Ja, da stehen die bitterlichen Gerbstoffe, die man schon in der Nase hatte, auch drin. Oh, das ist mir eine Spur zu grün für die Note. Das war gestern, hat es natürlich Spannung gehabt. Und ich dachte, das wäre besser, aber das bittert ein bisschen. Und wird, wie gesagt, so grünnussig. Das müssen wir uns nochmal anschauen, weil das gerade deutlich runtergeht. Aber da traue ich dem Braten nicht ganz. Das will ich nochmal sehen. Du liest meine Gedanken. Du liest meine Gedanken. Das Weingut Fitzritter, und zwar ist das der 218er Michelsberg, großes Gewächs. Wie gesagt, da haben wir so einen Fall, der so anders schmeckt als gestern. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal gründlich anschauen, wo die Reise wirklich hingeht. 365, 360. Sehr kräuterig. So ein bisschen leicht harzig, oder? Also auf dieser Zitrusseite Mhm. finden, ne? Ja, steht auch drin so. So ein bisschen Pfirsich im Hintergrund, aber es ist nicht Zitrusnase. Ja, eher Grapefruit. Ganz mit so einem ganz leichten Zuckerschimmer oben Und da ist drüber. doch schon wieder Marzipan dabei. Ja, ich wollte auch noch erwähnen. Das ist alles schon in Ordnung. Und so Mentholnote, oder? Oder was Das ist sagen der wir? reinste Zuckerschock. Echt? Boah, ist das süß. Naja, im Vergleich zu den anderen, das vorhin, das hatte wahrscheinlich 1 Gramm Zucker und das schmeckt nach 8. Richtig Kandis. Du hast Wasabi gesagt, gell? Ja. Mhm. Warum muss das so süß sein? Das bringt den so aus der Bahn. Aber gut. Auf der anderen Seite hat es auch so ein bisschen bitteren Gerbstoff. Vielleicht hebt sich das gegenseitig ein wenig auf. Es steht nebeneinander. Okay. Aufheben tut sich's gerade. Aber auch da sind 91 zu hoch. Das stimmt nicht. Es hat gestern für gewisse Spannung gesorgt, aber momentan separiert sich das. Ich war schon stolz auf mich gestern. So ein süßer Wein und ich mag ihn trotzdem. Heute. Weil es nicht darum geht, ob ich das mag oder nicht. Es geht darum, was das kann. Und es ist halt tatsächlich so, dass diese Süße einerseits ein bisschen die Konturen verwischt, dann andererseits trotzdem dieser etwas bittere Gerbstoff stehen bleibt. Das ist wirklich ein bisschen nebeneinander. Morgen nochmal. Aber 89 reichen. Im Augenblick. So, das ist das Weingut Georg Siebenerben mit dem 18er Langenmorgen aus Deisen, aus Deidesheim. Deisenheim. Geht schon wieder los. 365 328. Das ist jetzt auch eher wieder auf dieser Zitrusfrucht, Grapefruit-Note.
Kräuterseite. Ja, nur unaufdringlich. Ja. Und das Ganze hat so ein bisschen so einen nussigen Überbau, also nussig-hefig, das ist noch recht jung. Also klar, das, jung sind sie ja alle, die 18er, aber das ist noch ein bisschen verschlossen, Hefe betont. Bisschen was Vegetabiles und Pilziges hinten drin. Und ein bisschen am Hof. Naja. So interessante Nase. So ruhigerer Stil, so ein bisschen gesetzter. Das Nussige, es wirkt auch wie aus dem Holzfass kommend. Ich habe noch was. Was denn? Es erinnert mich an Walderdbeeren. Aha, okay. So ein Touch. Ich hatte so ein bisschen was süßlich-Kräuteriges, das mir gerade nicht einfällt. Estragon. Jetzt. Aber dieses Dunkelbeerige, Ciao. ich habe es schon drin stehen, aber es ist tatsächlich auch was Rotes dabei. Habe ich schon gesagt, das ist eine interessante Nase. Und wie recht du hast, das am Gaumen changiert es so zwischen Nüssen und Erdbeeren. Und tatsächlich Walderdbeeren. Das ist ein bisschen wärmerer Stil. Das ist schmelzig, das ist eher ruhig. Die Säure nicht zu niedrig, aber halt im Hintergrund. Ganz interessanter Typ. Das steht auch drin. Diese Provence-Kräuternoten, die er hat. Das hatte ich ja vorhin schon. Estragon in der Nase, jetzt kommt noch mehr. Also Oregano und solche Geschichten kommen mit. Irgendwie könnte mir auch Koriander gut vorstellen. Aber getrocknet. Nicht so dieses ganz Frische. Aber Koriander ist sehr, sehr gut. Naja, das kann schon was. Bisschen tabakig ist das noch. So. Hätte ich es ja nicht gelesen. Steht es ja schon drin. Da. Also da habe ich kein Problem mit den 91. Da würde ich mir eher nochmal morgen anschauen, ob ich eine 2 kann. Naja, das ist jetzt unter den ersten Lagen von Bassermann Jordan auch in der Haushierarchie die beste und teuerste. Das kostet ja 22 Euro. Aber das ist halt auch schon ein großes Gewächsniveau. Wie gesagt, das schauen wir uns morgen nochmal an, um herauszufinden, ob da 91 reichen. Und dass das Forst ist. Und ungeheuer erklärt auch diese schwarzbärigen und dunkelbärigen Töne. 365 330 330. 33 33. Auch ziemlich feste Nase. Ja, ich finde jetzt schon gewisse Tiefe. Tiefe, das ist was Kräuteriges, sehr mineralisch, hefig noch. Nicht stark hefig, aber es ist da. Hat aber auch wieder diesen Algenton mit drin. Und da habe ich auch wieder den Koriander. Du schreibst nichts. Macht denn das Ding schon wieder? So, jetzt muss ich es noch ändern, da habe ich zweimal Aromen drin stehen. So, jetzt. Das ist jedenfalls schon eine sehr schöne Nase. Ganz frisch. Ja, das ist sehr saftig im Mund. Mit ein bisschen süßlichen Schmelz.
Ja, das ist unruhiger. Der Vorgänger war ja wirklich betont ruhig. Das ist anders. Das ist ein bisschen eckiger. Es hat einen recht festen Kern. Da ist wieder so dieser NIM2-Effekt, gell? Wenn du lutschst und plötzlich kommst du auf diesen weichen Kern, der da rausfließt. Ganz eigen. Kann man nur so erklären. Aber es hat mehr Gerbstoff, es trocknet auch ganz leicht hinten. Mir gefällt die Frucht sehr. Mir gefällt auch diese Kühle, die er zum Teil mitbringt. Aber da glaube ich, passen die 91. Ich habe schon gedacht, du bist bei 90. Nee, dazu Nee, ist er mir sonst. zu. Wie soll ich sagen? Dazu, der packt halt zu. Ja. Das hat Leben, das hat Saft. Ich habe eher Sorge, dass ich ihm vielleicht Unrecht tue. Das heißt, ich probiere ihn morgen eh nochmal. Aber im Moment, wegen diesem Kern, der mir so gefällt. Aber im Moment finde ich 91 okay. Aber dann kommt sowas, so ein bisschen was fast Hellholziges. Und so ganz eigener Griff. Also es kann auch sein, dass wir da morgen nochmal eine Überraschung erleben. Aber auf jeden Fall jetzt 91, morgen noch einmal anschauen. Auch die Länge gefällt mir. Das ist noch einmal Bassermann, oder? Dieses Mal nicht fast, sondern Deidesheim. Und zwar ist das der Kieselberg 18. Sind wir durch in der Runde? Ja. Also gut, dann melden wir uns in wenigen Minuten mit den noch größeren Weinen Mit der wieder. zweiten Mit Runde. der zweiten Runde. Die dann noch ein bisschen größer wird, gell? Okay, wie lange haben wir jetzt braucht? Neues ging ja. Also, bis gleich. Tschüss.